Bündnis 90 Die Grünen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wen wundert's? Die AfD verkündet wieder einmal den Niedergang der deutschen Sprache. Das Beispiel ich oder ich. Das komplementär distribuierte Allophon CH im Wort ich steht ganz oben auf der Liste der bedrohten Elemente der deutschen Sprache. Im Gegensatz dazu sei das breit angewandte Sch, also das Ich, eine schwere Bedrohung. Und diese Bedrohung, Sie ahnen es natürlich schon, geht von den Migranten und den Deutschtürken aus, die eben angeblich alle lieber Ich statt Ich sagen. Nun, ich sage Ihnen, ohne das Ich wäre unsere wunderbare gesprochene deutsche Sprache so arm wie Ihre Vorstellungskraft. Nehmen Sie bloß mal Habe Kerkeling und seinen Horst Schlemmer und seinen gerade für uns alle immer aktuellen Evergreen Ich kandidiere. Hören Sie sich aufmerksam die Blackfoss oder die Höhner an. Das ist deutsches Kulturgut. Und wenn Ihnen die Blackfoss oder die Höhner zu hip sind, dann versuchen Sie es mit Willy Milowitsch oder Heinz Schenk. Da werden Sie viele Ischs finden. Und hatten Sie nicht gerade noch Luther zitiert, der bekanntlich dem Volk aufs Maul schaute? Ich sage Ihnen aus vollem Herzen und als Niederbayer, es lebe das Isch. Und wir werden es mit Werf gegen Ihre Versuche, es auszumerzen, verteidigen. Und noch einen Schönheitsmakel machen Sie aus, die gendergerechte Sprache. Da hätte ich tatsächlich einen Kompromissvorschlag. Lassen Sie uns das generische Feminum verwenden. 2000 Jahre, dann könnten wir Männer uns immer hübsch mitgedacht fühlen. Im zweiten Antrag entdecken die Urheberinnen der Unwörter der letzten Jahre, die Advokatinnen der nationalen Einfalt, die Antieuropäerinnen von rechts außen, da entdecken sie dann urplötzlich scheinbar die Vorzüge der europäischen Vielfalt, wenigstens der Sprachenvielfalt. Und die sieht so aus, dass mehr Deutsch gesprochen werden soll, am besten von allen. Andererseits wollen die Kolleginnen hier im toten rechten Winkel die deutsche Sprache zu ihrer Rettung paradoxerweise verzwergen. Klein, aber mein ist die Devise. Seit 2017 fordern sie nämlich ununterbrochen, der Bundestag solle der Deutschen Welle signifikant Gelder streichen, also ausgerechnet der Institution, die die deutsche Sprache in die Welt trägt. Was Sie hier aufführen, ist freundlich gesagt verschwurbelt. Einzig und allein Ihr tumbernationalistischer Subtext ist allgegenwärtig und sonnenklar. Tatsache ist, Deutsch ist eine gefragte Sprache in der Welt, in der Kunst, der Wissenschaft, im Journalismus, in der Politik. 2020 lernten weltweit mehr als 15,4 Millionen Menschen Deutsch. Tatsache ist auch, dass in Wissenschaftsbereichen, etwa der Bildungsforschung, die Zahlen der deutschsprachigen Publikationen konstant sind. Der Anstieg englischsprachiger Publikationen deutscher Autorinnen scheint das Resultat des erfolgreichen Bemühens zu sein, in internationalen Zeitschriften zu publizieren, so das Monitoringbericht des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung. Mit anderen Worten, junge deutsche Wissenschaftlerinnen kommen da an, wo sie hinwollen, in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft, und das ist eine gute Botschaft. Dass Sie diese Botschaft nicht hören wollen, das ist mir klar. Bei Ihnen in Ihrer Bagage ist einfach Hopfen und Malz verloren. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Grundl. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ursula Groden-Kranich, CDU-CSU.